Ja, und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Und wir sollen ja jetzt Cetrias Nest aufsuchen gehen. Und das machen wir jetzt. Also uns eigentlich mit Tisali treffen. In Cetrias Nest. Machen wir. Moment, wohin? Da hinunter. Durch irgendeinen Tunnel. Dadurch, dass wir aber selber nicht reiten. Sondern drüber fliegen, brauchen wir durch keinen Tunnel gehen. Ich finde das mit dem Feuerland da hinten, das sieht einfach nur so geil aus, irgendwie. Finde ich irgendwie cool. Sehr cool sogar. Ist ein Stück, wa? Aber wir haben ja schon fast den ganzen Jahr erkundet. So weit, so viel dürfte es eigentlich gar nicht mehr sein. Wie gesagt, nur noch Szenariusrückkehr und dann gibt es, glaube ich, noch so ein bisschen Randquest, aber schauen wir mal. Erstmal sind wir ja hier, um. Wo führt der Tunnel eigentlich hin? Ist das eine Abkürzung? Da geht er rein. Das will ich jetzt mal kurz wissen. Kommt der echt da oben wieder raus? Kann mir ja nicht vorstellen. Finden wir auf dem Rückweg mal einfach raus. Hallo. Hallo. Ja, habe ich gesagt, hallo. Ah, Shadow Warlock. Ich hatte gehofft, euch hier draußen wiederzusehen. Was um nennt dies eine Suche nach Fakten? Pah, Fakten findet man am besten bei Leichen. Lass uns etwas Schaden anrichten. Unsere erste Aufgabe besteht darin, die Herde hier aufzubinden. An diesem Ort wimmelt es nur so von ihnen. Tötet zunächst diesen Drachkin und macht euch erst später Gedanken darüber, warum wir hier sind. Seid vorsichtig. Kinderklon. Die Druiden der Klaue sind nicht für den Dienst an der Front gemacht. Ja, das wissen wir schon. Seht ihr, was sie da tun? Sie statten diesen Dra was? Sie statten ihre Drachkin mit Panzerplatten aus. Das muss Todesschwinges Idee gewesen sein. Diese zwielichten Moloche sehen aus, als wären sie unbesiegbar, sobald sie fertig sind. Es muss doch einen Weg um diesen Panzer herum geben. Geht dorthin und holt euch einige der Panzerplatten des Schattenhammers, die noch nicht angebracht wurden. Wir müssen herausfinden, wie wir das verhindern können. Okay. Lebt wohl. Gerne, gerne. Ich bin nur der Idiot für euch. Gerne. Gerne. Hallo, ihr glitzernden Freundchen. Ja, stimmt. Finde ich nicht cool. Zwölf so eine Typen töten, ist ja jetzt nun kein Problem. Das sind die Moloche. Die können wir ja nicht angreifen, oder? Ja. Die. Auch Leerwandler. Na ja, fertig? Ist ja peinlich. Ich sammle da mal, wer da rumballert. Oh, da ist gerade wieder einer gekommen. Das ist ja lustig, dass die uns nicht angreifen, die Moloche. Ich seh dich. Ich seh dich. So, hallo. Dieses kunstvolle Buch besteht aus hunderten von Seiten, feinstes Pergament und ist in Schiefer gebunden. Es ist in vielen Sprachen geschrieben, wovon euch die meisten unbekannt sind. Aufwendig aufgezeichnete Bilder zeigen Zauberer und ganze Gebäude, die hinter Schleiern aus Schatten verschwinden. Viele der Bilder zeigen magische Artefakte, wie jene, die ihr um das Lager herum seht. Ihr vermutet, dass die Drachendame Cetria etwas versteckt halten könnte. Thysali will sicher davon erfahren. Na klar, will sie das. So, haben wir angenommen. Oh, die heilt mich. Ist ja nett.
So, der Gnome ist ja so a little bit inaktiv. Da klaue ich ihn einfach mal die Platten und am Arsch weg. Muhahaha. Dab, 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 dab. Gott, bin ich scheiße. So. So, dann machen wir mal noch die Viecher da weg. Sali. Und ist auch tot. Na, Moloch. Läuft bei dir? So blöd, wenn man so eine Platten ranbekommt, da nicht laufen kann, wa? Voll doof. Da wird mich ja echt ankotzen für euch. So, das war die letzte. Da haben wir die Quest auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch töten. Aber hier wurde gerade alles getötet. Das ist doof. Ach, da oben geht's noch weiter. Na, dann fliegen wir mal in die Etage höher. Hello, hello. Fuck, falscher Fähigkeit. Oh, hat nicht gegolten. Er startet. Ich habe hier doch keinen Zahnarzt gesehen, oder? Doch nicht. Oh, hi. Ey, so ein Reittier habe ich auch. So, ist hier mal was gerespawnt. Ach, die befreit er schon. So weit sind wir noch nicht. Jetzt muss ich den Gnomen gleich so lange nicht töten. Da oben! Ich hab ihn. Gesehen. Schon viel am Level, muss man ja mal sagen. Ne? Ich dachte, ich bin der einzige Bekloppte, der bei so schönem Wetter hier drin sitzt. Aber scheinbar nicht. Yes. Hallo. Oh, sie respawnen. Sie respawnen. Ich glaube, der Typ lebt wieder. Ja, der Magier ist wieder. Ist auch weg. So, hinten ist noch einer. Schön, dann brauchen wir nur noch einen. Den finden wir auch noch. Jetzt, wo sie hier gerade alle respawnen, geht das ja. Ich bin außer Reichweite. Wohin? Ach, ernsthaft. Weiner. Ich habe so das Gefühl, dass wir die vielleicht nochmal umbringen müssen. Irgendwie nur so ein Gefühl. Weil die bringt die ja auch um. Vielleicht müssen wir da wieder irgendwelche Schlüssel klauen oder. Ist ja geil. Gucken wir mal. So, erstmal gehen wir Quest ab. Was wird euch hier? Ja, du hast nichts getan, ich habe alles gemacht. Gut, Serenas Brut. Das scheint euch zu liegen. Ich mag euch. Del Nadris. Ja, ja. Habt ihr ein paar Panzerplatten bekommen können? Musstet ihr jemanden töten, um sie zu bekommen? Ich hoffe doch sehr. Schaut euch diese Dinger an. Uff, die Runen schmerzen mir in den Augen. Diese hier soll Fleisch versengen. Im Ernst? Autsch, Moment mal. Diese Platten müssen direkt am Fleisch festgenietet werden. Die Schmerzen müssen unerträglich sein. Mm. Wir müssen diese Moloche aufhalten, bevor sie komplett in Rüstung gehüllt sind. Im Augenblick sind sie nur verwundbar. Sind sie noch verwundbar. Aber auch nur, wenn wir an den Platten vorbei in das kranke Fleisch darunter stoßen können. Nehmt mein Messer und rammt es zwischen die Platten der bewährten Moloche, um ihnen die Rüstung zu rauben. Sobald sie aus ihrer Trance erwachen, solltet ihr euch auf einen harten Kampf gefasst machen. Löst einfach weiter ihre Rüstung und haltet diese Moloche auf. Die Göttin schütze euch. Ja, wir Druiden der Klaue sind, ja, das haben wir schon. So. Sie tun was? Sie verhüllen etwas? Aber natürlich, damit unsere Speer in den Lüften es nicht mit ihren Adleraugen entdecken können. Himmelsfürst... Omnuron
möchte, dass wir Avianas Ei finden. Ich kann euch fast schon garantieren, dass es von einem von Cetiras Schattengeräten getarnt wird. Sucht um das Lager herum nach Schattentarnungsgeneratoren und schaltet diese Dinger aus, bis ihr das Ei gefunden habt. Sobald ihr es enttarnt habt, ruft die anderen Druiden herbei, verteidigt das Ei, bis wir es in Sicherheit gebracht haben. Los, holt euch das Ei, Shadow Warlock. Na klar. Viel Glück. Super. Bin begeistert. So, Moloche. Molochen killen. Jetzt dürfen wir auch enttarnen. Sehr schön. Den hier loslegen. Der sackt. Danke. So, dann machen wir mal hier. Naja, so wird es jetzt auch nicht. Ja, schon fast noch die Charakteristik gekommen, damit sie nicht sterben. Damit wir jetzt ein bisschen harten Kampf haben, ne? So, dann. Ich muss näher ran. Wollen die noch weiter abrüsten, oder? So, jetzt will ich das Ei haben. Das ist es. Geil. Vor wen sollen wir es denn verteidigen? Jetzt noch Zwielichtmoloch getötet. Und wann? Nee! Echt jetzt? Okay, wir haben das Ei. Wir haben noch da vorhin den einen angegriffen. Und scheinbar galt der immer noch für mich. Ey, danke. Manchmal kann man ja auch mal ein bisschen was sparen an Zeit, ne? Hallo. Hallo. Hi. Wir Druiden der Klaue. Ja, ich lese es immer auch wieder vor, ne? Nun, die Montage. Oh gut, ihr seid noch am Leben. Das nenne ich atemberaubende Klinke und Shadow Warlock. Und wieder eine Bedrohung weniger auf dem Hial, und die, um die wir uns sorgen müssen. Da, dafür gibt's. Was ist denn das? Achso, Schwachsinn. Lebt wohl. Wir haben es geschafft, Shadow Warlock. Avianas Ei sollte bald schon sicher in den Zweigen ihres Schreins liegen. Meint ihr, dass sie dann wirklich zu uns zurückkehren wird? Nein. Die Göttin schütze euch. Während ihr Cetrinas Nest überfallen habt, gab es einen regen Austausch von Botschaften zwischen uns und den Schreien. Himmelsfürst Umnuron hat sich zunächst geziert, aber schließlich konnte ich meinen Druidenfreunden überreden, einen direkten Angriff auf Cetrina selbst zu wagen. Alle haben meinen Plan zugestimmt unter einer Voraussetzung, ihr sollt den Angriff anführen. Na klar. Nehmt diese Signalrakete und stellt euch Cetira auf dem hinteren Sims, wenn sie ihr wahres Ich zeigt und in ihrer Drachenform wechselt. Schießt die Rakete ab und fordert Verstärkung an. Delnatus. Na klar, machen wir das. Na dann, gehen wir mal Cetrina eine reinwürgen. Wir dürfen die also nur die Signalrakete machen, wenn sie in Drachengestalt ist. Alles klar. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Na klar, wird schon. So, hier geht's nämlich noch schön weiter. Ja. So, da vorne sieht's doch gut aus. Seti! Da stehst du. Okay, und Angriff! Ich habe kein Ziel.
Soll klar sein, dass man nicht unbedingt in diesem Schattenzeug steht. Ja doch, die hält schon ganz schön weit aus. Aber ist machbar. Yeah. Super. Mit einer Priesterin zusammen, einer Untoten, Kollegin. Schön. Damit haben wir den Schrein auch durch. Sehr toll. Jetzt möchte ich gerne rausfinden, wohin dieser Tunnel führt. Wenn wir uns auf den Weg zurück machen dürfen. Und hergefliege hier ist echt so ein bisschen, ne? Schon so ein bisschen ätzend. Muss man ja mal festhalten. Ich bin ein Verräter. So. Wegen dem Flugtier. Wie darf ich helfen? Wenn euch ein geringerer Drache wie Cetira uns schon so viele Probleme bereiten kann, möchte ich gar nicht wissen, was der Schattenhammer sonst noch auf Lager hat. Wir hatten gar keine Probleme. Cetria ist nicht mehr. Ich wusste, dass es das Risiko wert ist. Ich bleib hier, um nach Überlebenden zu suchen, aber ich schätze, eure Anwesenheit wird am Schrein gewünscht. Avernus Ei sollte sicher im Schrein angekommen sein. Geht ruhig und seht es euch an. Kolonua weiß sicher, was zu tun ist. Ich werde unsere Aufgabe hier noch abschließen und stoße dann später zu euch. Viel Glück. Ich glaube, damit haben wir auch Avianas Schrein jetzt erledigt. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was hier abgeht. Echt jetzt? Wow! Das hat's gebracht! Die Zeit rennt aber auch. Meine Fresse, was ist hier? Ich könnte Tiefenheim... Ich will aber nicht Tiefenheim gehen. Ich finde Tiefenheim ist ja an sich ganz geil. Ich finde das mit dem Mahlstrom geil, wenn man da reinkommt und so. Aber wenn man in Tiefenheim dann eine Weile questet, weiß ich nicht, es ist so... Ich finde das mit diesen Höhlen-Stil irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so meins, ne? Wenn man sich da einmal komplett rundherum durch die Höhle prügelt. Naja. Schon wieder ein Leck. Aber das... komisch. Hallo? Wie kann ich euch helfen? Okay, zum Schrein. Shadow Warlock, ist es wahr, dass ihr mal einen Angriff gegen einen Zwielichtdrachen geführt habt? Ihr seid wirklich der Herold der Ahnen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass ihr der Herold Avianas seid. Shadow Warlock, ihr wart es, der sie zuerst gesehen hat und ihre Essenz aus den Klauen eines Drachen errettete. Ja, ich glaube, dass Aviana in diese Welt wiedergeboren wird und ihr habt die Ehre, sie über die Schwelle zu führen. Nehmt dieses Rauchwerk und verbrennt es vor Avianas Ei im Raum direkt über mir. Die Ahnen ist nach Shadow Warlock. Unsere Errettung steht kurz bevor. Wir sehen uns wieder. Ich geh rauchen, ich geh rauchen, ich geh rauchen. Kann ja ein schlechtes Gewissen nehmen ein Ei zu rauchen. So. Achso. Die Lüfte sind mein Reich, sterbliches Wesen. Ich habe ja nichts anderes behauptet. Ich lebe. Diejenigen, die versucht haben, mich zu verderben und meine Kinder zu stehlen, werden bald den Hieb meiner Klauen spüren, Hexenmeisterin, glaubt mir. Dringt weiter auf den Hörer vor. Ich werde mich sammeln und die anderen Ahnen um mich rufen. Oh, dafür gibt's einen Stock. So, dann wieder hier hinaus. Und dann mit Mortis Flügelraumen sprechen. Und sie ist auch wieder da. Sie hat auch eine Quest für uns. Ich bin ganz Ohr. Shadowlord Kuluna hat die Wahrheit gesprochen. Die Göttin ist zurückgekehrt. Ein Wunder ist geschehen. Ihr habt zwar den Zwielichtdrachen Cetira getöten können. Wir haben jedoch noch nicht alle Eier ausfindig gemacht. Um die anderen nachgespürt und sind dabei auf eine große Brutstätte in den Feuerlanden gestoßen. Sie ist nicht von dieser Welt, also kann Aviana euch nicht begleiten. Fliegt nach Süden, tretet durch das Flammentor in der Mitte des Tals. Fadenklauenwürger ist vorausgesandt worden und wird im Inneren auf euch warten. Mögen euch die Sterne leiten. Hi.
Ihr habt die Ahnen erweckt, Shadow Warlock. Aber Essina, der Geist der Wildnis. Achso, Essina, habe ich ganz vergessen. Schweigt noch immer. Mit ihrer Hilfe können wir diesen Kampf zu unseren Gunsten wenden. Und den Schaden der Schattenhammer. Und den Schaden, den der Schattenhammer angerichtet hat, rückgängig machen. Es mag jemanden geben, der uns dabei helfen kann. Der älteste der Bäume, Nordu, stand seit tausenden von Jahren in der Mitte dessen, was heute die Flammschneise ist. Seine Weisheit ist so alt wie dieser Berg. Wenn dieser alte Baum noch am Leben ist, kann er uns vielleicht dabei helfen, Essina zu erwecken. Sucht nach ihm. Na klar. Gut, aber wir suchen das beim nächsten Mal. Okay, bye, Freunde. Jetzt wollte ich schon zwei Sätze mit einmal sagen. Das funktioniert nicht. Okay, Freunde. Bye, bye.